Ansonsten alles wie auch draußen eine Last-Minute-Geschichte. Vorab darf ich entschuldigen den Harry Gadler, der hier mit vorgesehen gewesen wäre als Podiumsgast. Es ist, wie gesagt, alles Last-Minute. Er hat noch einige sehr, sehr dringliche Termine, wo er auch unabkömmlich ist. Darf aber schöne Grüße übermitteln. Wir haben trotzdem ein sehr hochkarätig besetztes Podium, das ich vorstellen darf von unseren Geschäftsführern Christoph Peschek und Andi Müller. Neben dem Christoph Peschek unser Gast von der Allianz, Vorstand Christoph Marek, und weder verwandt noch verschwägert, neben mir allseits bekannt, unser Mann für alle Veranstaltungen, alle Events, das Merchandising und vieles mehr, Andi Marek, der uns dann auch einiges erzählen wird können. Gleich vorab um Verständnis darf ich bitten, wir hätten das ein bisschen anders geplant, aber auch das Wetter macht einen Strich durch die Rechnung. Es ist durch den Sturm ein bisschen sehr gefährlich, dass über gewisse Sachen noch herumfliegen könnten. Deswegen bitte um Geduld, dass wir dann am Sonntag das erste Mal das Stadion, oder das zweite Mal, wir waren ja schon hier, von Ihnen sehen. Wir haben, glaube ich, aber darüber hinaus viele interessante Informationen, im Anschluss auch noch die Eröffnung des Rapideums. Ich darf als Erster das Wort geben dem Christoph Peschek. Christoph, wir sind hier erstmals auch sozusagen als GmbH. Die Ausgliederung ist erfolgt. Bevor wir zum Stadion kommen, darf ich dich hier um ein paar Updates und Infos bitten, was unsere neue Struktur und auch neue Partner und Sponsoren betrifft. Ja, sehr gerne. Auch von meiner Seite einen wunderschönen Nachmittag zu einem historischen Moment. Die erste Pressekonferenz in unserem neuen Zuhause, in der alten Heimat, im Allianzstadion. Herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht Ihnen ähnlich wie uns. Wir sind voller Freude, ob dieses großartigen Stadions, der Räumlichkeiten, der gesamten Atmosphäre, die jetzt schon hier herrscht. Also alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind voller Energie und Vorfreude, was das Eröffnungsspiel, aber auch die Arbeitsbedingungen hier anbelangt. Apropos Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, unser Direktor für Kommunikation Peter Klingelmüller hat es angesprochen. Mit 1. Juli haben wir nun die Ausgliederung des Profibetriebs durchgeführt. Das ist dem geschuldet, dass nicht zuletzt auch aufgrund des Wartungserlasses des Finanzministeriums klar war, dass Fußballvereine, die Profisport betreiben, sozusagen nicht als gemeinnütziger Verein weitergehen können, sondern in eine Kapitalgesellschaft ausgliedern müssen. Das haben wir ohnehin schon lange geplant und auch sehr, sehr professionell und intensiv auch mit unseren internen wie auch externen Experten vorbereitet. Und wenn Sie nun schauen auf den Screens, auch hier kennt man Tradition trifft Innovation, sehen Sie die Struktur. Das bedeutet, wir haben den Verein mit seinen rund 14.500 Mitgliedern. Alle 3 Jahre wählen die Vereinsmitglieder im Rahmen der Hauptversammlung das Vereinspräsidium, und der Verein hat eine 100% Tochter mit der SK Rapid GmbH. Das heißt, das Vereinspräsidium als Gesellschafterversammlung agiert es de facto wie ein Aufsichtsrat, und in der SK Rapid GmbH gibt es 2 Geschäftsführer. Mein Kollege Andi Müller für den sportlichen Bereich, wo die Profis, die zweite Mannschaft, Scouting und Sportmanagement sind, und im Bereich Wirtschaft sind 6 Direktionen, wo ich Ihnen auch gerne mein Management-Team vorstellen möchte. Die Direktion Business Development, Marketing und Vertrieb mit dem Werner Kuhn, für den Vertrieb Jürgen Gruber und für Marketing Sebastian Bernhaupt. Sebastian, vielleicht magst du kurz mal winken. Dann haben Sie auch ein Gesicht dazu, Jürgen Gruber ebenfalls, und der Werner sitzt irgendwo noch hinten, wird dann auch in Kürze zu uns stoßen. Finanz- und Organisationsentwicklung, Magister Raphael Landtaler, der diesen Bereich leitet und führt, alles was Finanzen, Controlling und auch IT zu tun hat. Kommunikation und Medien mit dem Peter Klingmüller, bei Ihnen ohnehin sehr bekannt, mit den Günter Pitschner und den Christian Wiesmeier. Die Direktion Club, Service und Events mit dem allseits bekannten Andi Marek, wo alles was Fans, Merchandising, Fanshops, Fanclubs und Events angesiedelt ist. Stadionmanagement mit dem Harry Gadler, wo darunter gehört Facility Management, Greenkeeping und auch Sicherheit. Und Personal und Recht mit dem Magister Niklas Bellihardt, der ebenfalls hier heute anwesend ist. Niklas, vielleicht magst du auch kurz winken. Also Sie sehen, wir sind strukturell nun tatsächlich so aufgestellt, wie es sich gehört für eine GmbH in unserer Größenordnung, mit einem hervorragenden Expertenteam an meiner Seite und voller Motivation, was die künftigen Herausforderungen anbelangt. Um diese Herausforderungen bestmöglich auch
meistern zu können und die wirtschaftlichen Grundlagen für größtmögliche sportliche Erfolge zu schaffen. Freut es mich ganz besonders, Ihnen auch mitteilen zu dürfen, dass wir einen neuen Premium-Partner begrüßen dürfen. Wiener Zucker wird bei uns sichtbar sein durch Werbung auf der Hose, als auch diverse Kommunikationsleistungen, und der Vertrag wurde vorerst abgeschlossen bis zum Ende der Saison 2020-21. Um sich das etwas besser vorstellen zu können, wird dann unsere Mannschaft so einlaufen, das heißt auf der Hose auch ersichtlich Wiener Zucker als neuer Premium-Partner. Wie gesagt, darüber freuen wir uns sehr und ist auch kein Selbstverständnis, dass wir in den letzten Wochen ja bereits auch einige neue Partner begrüßen durften. Das heißt, das Allianz-Stadion ist in allen Bereichen richtiger Rückenwind und unterstützt uns in all unseren Aktivitäten. Sagen wir vielen Dank. Erst neu gewonnen, sagen wir vielen Dank den Kollegen mit den Kameras, den Heart of Darkness, den Kollegen in Rot, darf ich nur bitten, dass man für die anderen Kollegen sich so bewegt, dass sie freie Sicht haben, bitte, das wäre ganz angenehm. Dankeschön. Christoph, du hast angesprochen, Allianz-Stadion, auch das hat natürlich eine große wirtschaftliche Bedeutung für den SK Rapid. Darf ich dich da mal einen kleinen Überblick bitten? Ja, sehr gerne. Ich darf Ihnen auch hier ein kurzes Update sozusagen, was den Sales-Bereich anbelangt, übermitteln. Wir haben nun den Status als rund 2000 vergebene Plätze im Business-Bereich ganzjährig erworben wurden bzw. vergeben wurden. Das heißt, unseren Business-Case haben wir bereits übertroffen. Wir stehen bei einer Auslastung von über 80%. Von den 41 Logen sind 39 vergeben und darüber hinaus freut es mich ganz besonders, dass wir neue Prämien Partner an der Seite beim SK Rapid begrüßen dürfen. Auf der einen Seite, wie schon zuvor gesagt, Wiener Zucker, und vor einigen Tagen haben wir schon T-Mobile verkündet als neuen Premium-Partner. Auch darüber freuen wir uns sehr. Aber auch Teampartner, ob das ist Wienwert beispielsweise oder wir mit dem TÜV Österreich einen Naming Right Partner für den Kids Corner bzw. auch einen Sicherheitspartner gewinnen konnten. Also Sie sehen, es tut sich hier in diesem Bereich einiges, und bei den Jahreskarten sind wir nun bei über 12.500, die verkauft wurden, sodass wir in Summe bei etwa 14.500 stehen. Ich bin auch sehr, sehr guter Dinge, dass da und dort auch aufgrund dessen, dass nun unsere Fans alle so richtig realisieren, wie großartig dieses Stadion ist, wie einzigartig die Atmosphäre sein wird, da auch noch etwas dazukommt. Also um die wirtschaftliche Bedeutung vielleicht noch etwas zu untermauern, darf ich Ihnen einen Vergleich der Budgets für den nationalen Umsatz der vergangenen Jahre zeigen. In der Saison 2011-12 hatten wir einen Umsatz von 17,8 Millionen, nur nationaler Bewerb, das heißt exklusive Transfers und europäischen Bewerben. In der Saison 14-15 einen Umsatz von etwa 21,4 Millionen, wiederum exklusive Transfers und internationaler Bewerbe, und in dieser Saison starten wir, haben wir veranschlagt, ein Budget von 30 Millionen exklusive Transfers und internationaler Bewerbe. Das bedeutet, wenn wir europäische Gruppenphase spielen bzw. allfällige Transfererlöse erzielen, dann müssen diese finanziellen Mittel nicht verwendet werden, um Löcher aus dem nationalen Budget zu stopfen, sondern können nachhaltig investiert werden, um den Verein in eine erfolgreiche wirtschaftliche wie ganz besonders sportliche Zukunft zu führen. Das ist uns sehr, sehr wichtig, denn all unsere Aktivitäten, die wir setzen, dienen ausschließlich einem Zweck, die bestmöglichen Rahmenbedingungen für viele sportliche Erfolge zu schaffen. Wenn Sie dann die ersten Blicke in das Allianz-Stadion werfen, werden Sie ein weiteres Novum entdecken, dass es uns gelungen ist, mit unserer Direktion Marketing und unseren Partnern etwas Einzigartiges zu schaffen. Wir sind der erste Bundesligist in Österreich, der ab der zweiten Bandenreihe alle Partner in den Clubfarben präsentiert. Das ist in unserem Fall unschwer zu erkennen, grün-weiß. Das heißt, den Namen des Architekten, wie er gesagt hat, das Stadion ist für mich auch so eine Art grüne Hölle, können wir nun tatsächlich mit Leben erfüllen und das auch nochmal sichtbar machen. Ist auch ein sehr, sehr tolles Zeichen unserer Partner, was die Verbundenheit und auch die Identifikation
in unsere Partnerschaft anbelangt. Da möchte ich mich an dieser Stelle auch bedanken und zeigt, dass wir hier alle gemeinsam an einen Strang ziehen, um Rapid erfolgreich in allen Bereichen zu machen. Zum Stadion noch ein weiterer wichtiger Hinweis, was die Verkehrssituation anbelangt. Sie wissen, aufgrund der U4-Sanierung ist es durchaus herausfordernd. Wir konnten mit den Wiener Linien, der ÖBB, aber auch der Westbahn ein sehr gutes und vernünftiges Verkehrskonzept schaffen. Aber der dringliche Hinweis, bitte möglichst mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen. Die Jahreskarten als auch Tageskarten gelten in der Kernzone 100 als Fahrschein. Es gibt aber auch Verkehrsverbindungen sowohl mit der ÖBB wie auch mit der Westbahn von den Bundesländern nach Wien wie auch wieder raus, und zwischen Westbahnhof und Hütteldorf fahren die Züge in einer entsprechend kurzen Taktung, sodass wir sehr, sehr guter Dinge sind, dass für unsere Rapid-Fans es ein unter diesen Rahmenbedingungen bestmöglicher Service ist, um rechtzeitig und pünktlich im Stadion zu erscheinen. Wichtig ist aber rechtzeitig losfahren und zum großen Eröffnungstag und den Feierlichkeiten wird dann Andi Marek ohnehin noch ausführlich Stellung nehmen, aber es zahlt sich jedenfalls aus, möglichst früh dabei zu sein. Das wird ein wunderbarer Moment, etwas ganz, ganz Besonderes. Und ein letzter Punkt noch von meiner Seite. Wir haben verkünden dürfen, dass wir eine Image-Kampagne gestartet haben unter dem Motto Mehr als ein Verein von 14. bis 20. Juli. Wir werden auf 140 City Lights in Wien unser Sujet präsent sein. Es erinnert an ein Kirchenfenster mit dem liebevoll genannten Fußballgott Steffen Hoffmann als Motiv. Und soll zum Ausdruck bringen, auch mit den 32 Meistertiteln, dass wir ein ganz besonderer Verein sind, der für viele nicht nur unter Anführungsstrichen ein Verein ist, sondern auch Teil ihrer Lebenseinstellung. Und so gesehen freut es uns, dass wir hier außergewöhnlich positives Feedback erhalten haben und die Kampagne online wie offline präsent sein wird und wir auch entsprechende Fanartikel dazu verkaufen werden mit diesem Motiv. Vielen Dank. Vielen Dank, Christoph. Ich darf überleiten zu dem nächsten Christoph, Christoph Marek, schon ein bekanntes Gesicht bei uns. Wir haben ja viele gemeinsame Veranstaltungen, meist unter der großartigen Organisation von Andi Marek, die nächste Namensgleichheit machen können, wo Sie immer dabei waren und auch sehr engagiert dabei waren. Herr Marek, ich darf Sie bitten, uns ein paar Worte zu spenden, was betrifft die Allianz als Namensgeber für Rapid. Was verbindet die beiden, Allianz und Rapid? Wo sehen Sie die großen Gemeinsamkeiten und den Nutzen? Ja, die große Gemeinsamkeit zwischen der Allianz und Rapid ist, das ist Wiener Tradition zweimal. Die Allianz ist 1860 in Wien gegründet worden. Rapid gibt es seit 1899 auch in Wien. Und wenn Sie mal irgendwann ganz oben stehen werden im Stadion und Sie schauen so ein bisschen Richtung, was ist das, Richtung Stadt, sehen Sie unser Hauptgebäude. Und es kann wohl auch kein Zufall sein, beide Firmen oder der Verein und die Allianz 1977 sind wir beide in den Westen von Wien gezogen und seitdem sind wir da und das verbindet. Und worum es uns vor allem geht, geht bei der Kooperation mit Rapid, wir haben die vertraglich bis 2026 fixiert. Ein enorm langer Zeitraum für eine Zusammenarbeit. Es ist uns so wichtig, die wirklich nachhaltig zu gestalten und die auch langfristig zu gestalten. Ich glaube, das zählt. Nachhaltigkeit, Langfristigkeit und Tradition, und das verbindet diese beiden Institutionen. Was Sie nicht genannt haben, ist, dass Sie auch die Allianz gewisse sportliche Seiten hat, die wären. Ja, jede Menge sportliche Aktivitäten. Warum sponsert die Allianz, oder die Allianz hat weltweit ja einigen Stadien den Namen gegeben? Da geht es darum, es geht um Sport. Was macht Sport? Sport verbindet Menschen. Sport ist Emotion und Fußball ist das ganz besonders. Und so sind Stadien Begegnungszonen, die einfach Menschen zusammenbringen. Und das ist für uns ein ganz wesentlicher Grund, uns hier zu engagieren. Und daher gibt es auch neben dem zentralen Stadion in Hütteldorf noch Stadien in München, in Nizza, in Sydney, in Sao Paulo und in London, die auch irgendwas mit dem Namen Allianz zu tun haben. Sie heißen alle anders. Es gibt ein Allianz-Stadion und das steht in Hütteldorf. Wunderbar. Wir haben auch einen
tolles Team, abseits der Profis und der Jugendspieler, das ist unser Special Needs Team, behinderte Spieler, die die Allianz ganz besonders unterstützt. Das kennen viele von euch wahrscheinlich auch, diesen Clip, den wir veröffentlicht haben gemeinsam, wo das erste Training hier im Stadion gemeinsam geführt wurde von den Profis und dem Special Needs Team. Sie haben mir zugeflüstert, Sie haben was Besonderes vor, auch mit den Jungs am Samstag. Das haben wir und sind Menschen mit besonderen Bedürfnissen wirklich wichtig. Wir kooperieren seit Jahrzehnten in Österreich, aber auch international mit SOS Kinderdorf. Die Allianz ist auch ein internationaler Partner der paralympischen Bewegung. Und als 2014 die Idee des Special Needs Teams kam oder es gegründet wurde, war für uns vollkommen klar, da wollen wir dabei sein. Und wir sind sehr stolz, dieses Team unterstützen zu dürfen. Und wir haben natürlich uns auch als Gäste hier im Allianzstadion eingemietet. Wir haben eine Allianzloge, nennen wir sie. Und wir haben gesagt, wenn uns das Thema so wichtig ist, dann sollten wir an einem der wichtigsten Tage dieses Stadions, und das ist das Eröffnungsspiel, die Loge nicht selber nutzen. Wir geben die Loge exklusiv zur Nutzung dem Special Team, Needs Team und dem Betreuerstab und hoffen, dass die Burschen einen wirklich tollen Tag, tolle Erlebnisse haben. Und wir werden uns irgendwo anders hinsetzen. Und ich bin sehr stolz, dass wir das gemacht haben. Und ich hoffe, die werden sich so richtig freuen. Ja, bin ich zumindest sicher. Ich danke mir vorerst. Darf von Marek zu Marek geben. Andi, bei dir die letzten Tage quasi rund um die Uhr. Und gestern, jetzt einmal abseits vom Spielbetrieb, aber gestern schon ein großer Tag mit der Eröffnung vom Fancorner und Shop. Heute erleben wir auch noch die Eröffnung des Rapideums. Alles in deiner Verantwortung. Kannst du uns ein bisschen was erzählen über diese zwei kleinen Projekte, die in Wirklichkeit Riesenprojekte sind? Also ich muss jetzt einmal dazu sagen, dass wir alle gemeinsam, ich glaube, da kann ich für alle Mitarbeiter, für alle Kollegen, Kolleginnen und Kollegen reden, dass es für uns alle eine große Ehre und Freude ist, dass wir hier jetzt bei Rapid dabei sein können, weil es ist etwas Einzigartiges, was da entsteht oder entstanden ist. Und wenn man das Rad der Zeit ein bisschen zurückdreht, dann weiß man, wie oft wir von einem Stadion gesprochen haben, wie oft wir dann gesagt haben, na, das wird eh nichts und jetzt ist es soweit. Jetzt eröffnen wir in zwei Tagen ein wunderschönes Stadion, wirklich ein Schmuckstück, und deshalb ist es für uns alle zwar grenzwertig im Moment, was wirklich dahin geht, weil wir alle Termine einhalten wollen, weil wir rechtzeitig das, was wir versprochen haben, was wir der Öffentlichkeit versprochen haben, mit einem Abo-Verkauf im März, der begonnen hat und wo eben 12.500 Abonnenten ihr Abo erworben haben, wo wir gesagt haben, es gibt eine Eröffnung am 16. Juli und, wollen wir natürlich alle Termine einhalten. Und so war es am vergangenen Samstag wirklich Gänsehaut, wie der Mitgliedertag über die Bühne gegangen ist, wie knapp 7.000 Mitglieder erstmals ins Stadion gekommen sind, wir erstmals die Videowalls aufgedreht haben, die Tonanlage, die alles, was dazugehört. Sehr schöner Tag, natürlich auch die komplette Infrastruktur, sei es jetzt einmal die Kioske, die Rapid Marie, die wir zum Spülen gebracht haben, auch das eine richtige Herausforderung. Raphael sitzt da unter den Medienvertretern, Raphael Landtaler, der sich diesem Thema angenommen hat. Eine richtig große Kiste. Man muss das einmal auf die Schiene bringen, dass alle da zahlen können mit so einer Plastikkarte, dass das funktioniert, dass das passt. Und da haben wir einen Probegalopp gehabt am Samstag und es hat alles funktioniert, so richtig gut funktioniert. Und wir bekommen ja das Feedback, da ist. Wir bekommen ja das Feedback, indem, dass wir ja in Zeiten der Kommunikation am Tag tausende Mails kriegen, und das, da übertreibe ich jetzt nicht, und wenn dann nach so einem Mitgliedertag hunderte Mails kommen und sagen, ich war kritisch, aber es hat toll funktioniert, dann ist das auch etwas, wo wir uns freuen drüber. Sonntag war das Ganze dann im VIP-Bereich, über 1400 unserer Jahreskartenbesitzer für die neue Saison, unserer VIP-Gäste, auch hier große Herausforderung, für 1400 Menschen erstmals zu kochen, erstmals ein Programm zu gestalten, super funktioniert, auch den Termin haben wir eingehalten. Ja, und gestern war es dann um 15 Uhr soweit, da durften wir unseren Fanshop eröffnen. Für alle, die ihn noch nicht gesehen haben, ich lade herzlich ein nach der Pressekonferenz. Dankeschön an die Vereinsführung, dass wir uns auch hier verwirklichen durften, denn man kann einen Fanshop bauen und man kann einen Fanshop bauen.
Wir haben jetzt einen Fanshop hingestellt, der seinesgleichen sucht, auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen überheblich klingt, aber etwas besonders Schönes auf einer tollen Fläche. Und auch hier, alle, die bis jetzt gekommen sind, waren begeistert. Jetzt geht es weiter. Ich sage einmal, um 17.30 Uhr enthüllen wir die Tafel, die den Platznamen Gerhard-Hanapi-Platz Nummer 1, und um 18 Uhr die nächste Baustelle, wo jetzt drinnen der Moller noch drinnen ist, wo jetzt drinnen noch gebohrt wird. Aber um 18 Uhr gehen die Türen auf und das Rapideum wird eröffnet auf einer doppelt so großen Fläche mit wunderschönen Exponaten, wo man die Geschichte spürt. Und ich muss dazu sagen, das macht richtig viel Spaß. Es ist richtig viel Arbeit. Aber ich glaube, alle können jetzt miteinander gehen, wir sehr stolz sein. Und es bestätigen uns das auch viele sehr kritische Fans, die dann kommen und sagen drauf, bis gescheit, da ist jetzt schon was Tolles entstanden. Und jetzt kommt der Tag X, auf den wir alle hinfiebern. Und der kommt am Samstag. Alles klar, kleine Anmerkung, wenn wir nachher im Rapideum, ich hoffe, viele von euch auch dabei sein werden. Das hat doppelt so groß, hat Andi schon gesagt, sprich, hat dann 165 Quadratmeter. Wir haben uns erlaubt, auch in den Unterlagen wirklich so ein Factsheet reinzulegen. Ich glaube, da sind sehr, sehr viele interessante Zahlen, Fakten und Daten. Fanshop steht da drinnen angegeben mit rund 350 Quadratmeter. In Wirklichkeit ist er noch größer, weil genau. Das war dann für den Andi immer noch zu klein. Er hat dann noch einen Teil vom Fancorner dazu genommen. Also es sind 450. Fast 450 Quadratmeter. Mit Rapideum über 600 Quadratmeter beansprucht. Ich hoffe, dementsprechend wird er für den Umsatz auch sorgen. In der Pressemappe haben wir uns nur mal erlaubt hinzuweisen, was Christoph schon angesprochen hat, alle öffentlichen Verbindungen, nicht nur am Samstag, aber vor allem am Samstag, weil es, wie gesagt, ganz, ganz enorm wichtig ist, dass die Leute am besten mit den Öffis kommen und das Auto zu Hause stehen lassen. Okay, Andi, Samstag hast du angesprochen, wie immer willst du nichts verraten, vielleicht kannst du trotzdem ein bisschen was sagen, es ist ja auch, das ausverkauft ist, wissen wir, aber... Der Peter legt mir jetzt so den Ball auf zum wirklich Wolle-Schießen oder am Elfmeterpunkt. Ich will nicht verraten, das stimmt nicht ganz. Es ist nur immer so, dass wir natürlich was ganz Besonderes machen wollen. Und es soll alles zusammenpassen. Und da wollen wir auch besondere Gäste haben. Und es ist dann oft ein Hin und Her. Du kannst jetzt jemanden engagieren schon ein Jahr vorher. Das machen wir nicht, weil wir gesagt haben, wir wollen dann auch das Programm dementsprechend abstimmen. Ich gebe einiges jetzt preis. Ich sage einmal das Allerwichtigste, und wenn ich alle Medienvertreter jetzt um eines bitten dürfte, könnten wir aus dem Eröffnungsspiel eine Eröffnung machen. Das ist für uns deshalb sehr wichtig, weil es nicht nur um das Spiel geht. Wir haben Chelsea, großartige Mannschaft, es wird ein großartiges Spiel, aber unsere Eröffnung beginnt um 16.15 Uhr mit der echten Eröffnungszeremonie, die 1,5 Stunden dauert, wo wir dann eine Punktlandung machen, kurz vor 18 Uhr, und dann gibt es das Match im Rahmen der Eröffnung. Meine große Bitte, dass Sie wirklich vielleicht so kommunizieren können, dass die Fans schauen, dass sie ab 15 Uhr kommen. Wir wissen, dass es mit der U4 natürlich das Problem ist, aber auf der anderen Seite, wenn man rechtzeitig kommt, um 15 Uhr machen wir die Tore auf und dann geht's los. Das Special Needs Team wird um 15.30 Uhr spielen gegen Chelsea. Das ist wirklich so, es spielt das Special Needs Team von Rapid gegen das Special Needs Team von Chelsea. Die fliegen ein mit der ersten Mannschaft von Chelsea. Auch das etwas besonders Schönes. Und dann wird eine Bühne in 7 Minuten am Spielfeld aufgebaut. Und dann gibt es ein sehr schönes, emotionales Eröffnungsprogramm. Und das Eröffnungsprogramm steht unter dem Motto Tradition trifft Innovation. Bei Innovation wissen wir natürlich ein neues, tolles Stadion, wo wir aber auch immer schon darauf geachtet haben, dass wir halt die Traditionen hochhalten, dass es viele Dinge gibt, die Rapid genau spürbar machen, obwohl es ein ganz neues Stadion ist. Und die Tradition, die wollen wir auch bei den Gästen, die wir präsentieren, wirklich zum Spüren bringen. In dem kann ich schon verraten, es werden zum Beispiel, und da wird der eine oder andere sagen, aha, da schau her, ich habe mir da so ein bisschen nachgelesen, wo die überall sind auf der Welt. Also es werden zum Beispiel die Wiener Sängerknaben auftreten. Die werden da sein, und dann könnt ihr jetzt ein bisschen rätseln, was ist Tradition in Wien in Sachen Musik oder sagen wir modernere Musik.
ja, dann könnte man sagen, Ambros ist Austria, das wissen wir alle, also geht nicht. Aber dafür geht, und auf das bin ich besonders stolz, also sind wir besonders stolz, dass man das hier zelebrieren wird, der Osman Kurti mit seiner Band, was auch große Tradition ist, und viele andere Gäste werden kommen, und es wird eine besonders schöne Geschichte, und auf die freuen wir uns alle. Und jetzt gibt es ein wesentliches Thema, und das heißt, dass es auch das Wetter passen müsste, weil wenn es overschitt, ist es ein bisschen schwierig, aber der Wetterbericht ist nicht so ganz schlecht. Also das wünschen wir uns, und die große Bitte, dass alle Fans wirklich rechtzeitig kommen. Viel Programm. Ich habe jetzt nur zwei genannt. Es kommen noch weitere viele Gäste. Vielen Dank, Andi. Nehmen wir an, es gibt dann auch an dich noch Nachfragen, aber darf ich mir von Andi auf Andi umswitchen. Andi Müller, für dich jetzt nicht ganz was Neues, bei einer Stadioneröffnung dabei zu sein. Du hast das schon in deinem vorletzten Club, deinem Herzensclub, Lebensclub, wie viel man das nennen will, gehabt. Was kann das bedeuten für einen Verein wie Rapid, für eine Mannschaft, wie es unsere ist? Was erwartest du dir durch diesen Einzug in die neue Heimstätte? Ja, schönen guten Tag von meiner Seite aus. Die Vorfreude ist natürlich auch ganz besonders auf meiner Seite und sicherlich, und ich glaube, das wird in Zukunft auch das Allerwichtigste sein, alle, die für den Sport arbeiten und in erster Linie natürlich für unser Trainerteam, für unsere Mannschaft. Und ich denke, es ist sehr, sehr wichtig, dass wir jetzt so ein neues Stadion bekommen haben, um einfach bessere Voraussetzungen zu haben in Zukunft, sportlich wettbewerbsfähig zu sein, national auf jeden Fall. Aber wir wollen auch international in Zukunft wettbewerbsfähig sein. Und dazu ist so ein neues Stadion mit all den Möglichkeiten von immenser Bedeutung. Auf der anderen Seite, und jetzt kommen wir zu dem wichtigsten Thema, das ist der Sport, das ist der Fußball. Und ich denke, dass wir eine ganz große Verpflichtung haben im sportlichen Bereich, Management, Mannschaft, Trainerteam, dass wir all das, was natürlich an Sehnsüchte, an Wünsche da ist, von unserer ganz treuen Anhängerschaft, von unseren Fans, dass wir das denen zurückgeben. Und da ist für mich in erster Linie unglaublich wichtig, dass wir sehr viel Herz, sehr viel Leidenschaft mit in das Stadion nehmen. Man kann Spiele verlieren, aber wir müssen immer all denen, die uns die Treue halten, das Gefühl geben, nach dem Spiel, wenn sie nach Hause gehen, die Mannschaft hat wirklich alles dafür getan, um Spiele zu gewinnen. Darum geht es im Sport. Sicherlich, Entwicklung ist gut, ist wichtig, aber am Ende des Tages wollen wir was gewinnen. Und deswegen ist es sehr, sehr wichtig, dass unsere Mannschaft genau mit der Begeisterung, mit der Leidenschaft in das Stadion geht, um den Funken letztendlich vom Rasen auf die Tribünen überspringen zu lassen. Das ist mein ganz großer Wunsch und das ist auch meine ganz klare Vorgabe dieses Jahr an die Mannschaft. Was dann am Ende dabei rumkommt, werden wir sehen. Aber wenn wir das beherzigen, dann werden wir sicherlich sehr erfolgreich sein. Vielen Dank, Andi. Erlaubt mir gleich noch eine Frage vorab zu stellen, weil sie ohnehin kommt. Wird unser neuer Spieler, den wir noch nicht im Rapid-Trikot gesehen haben, der aber dafür schon im Austria-Torhüter ein Goal gemacht hat im Juni, unser Isländer, wird er schon dabei sein? Und gibt es eine Chance, dass auch ein anderer, weiterer neuer Spieler schon dabei ist? Ja, ist so, dass der Arno am Samstag im Stadion sein wird. Er wird am Wochenende anreisen. Ich denke, auch er hat, glaube ich, eine gute Woche verdient gehabt, nach der Euro ein bisschen auszuspannen. Wir werden ihn dann am Samstag hier anlässlich des Spiels gegen Chelsea auch vorstellen. Ja, wir arbeiten fieberhaft an dem einen oder anderen Transfer noch, das kann ich verraten. Wir sind da bei einem Spieler sicherlich auf der Zielgeraden. Wie ihr wisst, es ist immer so, wenn die Tinte trocken ist, geben wir es dann auch letztendlich bekannt. Ich sage vielen herzlichen Dank an alle vier Herren einmal, und jetzt darf ich euch, Sie, herzlich einladen für Fragen aller Art an die vier Herren. Bitte kurzes Handzeichen. Netter Kollege kommt gerne mit dem Mikrofon zu Ihnen. Und jetzt ist die Frage, ob wir mit Traditionen brechen oder ob der Herr Hackl auch im Allianzstadion startet. Ich habe es befürchtet. Bitte, Herr Hackl. Wir die Freude überhaupt nicht nehmen. Aber wenn man sich die Zahlen anschaut, Abozahl 12.500, ist das nicht ein bisschen doch unter den Erwartungen? Vielleicht hat das auch zu tun mit der
mit der Euro, dass die Leute vielleicht Fußball ein bisschen satt haben. Aber ich meine, viel niedriger war jetzt die Abozahl ja im ehemaligen Hanapi-Stadion auch nicht zuletzt. Geht da noch was oder ist da. Also, dass wir da vom selben auch sprechen. Wir haben keine Spiele noch bestritten, das Stadion ist noch nicht eröffnet und wir haben 12.500 Abos verkauft. Ja. Das heißt, noch etwas Wichtiges, wir hatten im Praterstadion in der letzten Saison 8.500 Abos. Das heißt, wir haben jetzt schon mal um 4.000 Jahreskarten mehr und es rennt keine Meisterschaft, es ist noch kein Spiel gespielt und es ist auch noch nicht der internationale Bewerb da. Denn ab dem Augenblick, wo der internationale Bewerb da ist, werden dann doch sehr viele merken, ich kriege keine Karten mehr. Also sollte ich doch ein Abonnent sein. Und also ich bin da ganz, ganz, ohne dass das überheblich ist, ich bin da ganz zuversichtlich, dass wir unsere Zielsetzung mit knapp 15.000 Public-Abos quasi, ohne die VIP-Abos, dass wir das schaffen. Die Logen und Business Sachen, die Business hat ja auch immer nur Jahreskarten und die Logen ist alles immer nur für ein Jahr. Nein. Ich glaube, man muss da schon Äpfel mit Äpfel vergleichen, weil in der Vergangenheit waren bei den Jahreskarten auch die VIP-Jahreskarten eingerechnet. Wir reden also jetzt von 12.500 Jahreskarten Public und noch einmal 2.000 vergebenen Business-Paketen. Das heißt, wir reden also in Summe von 14.500, wenn man das vergleichen möchte mit den Vorjahren. Und ich denke, das ist schon bemerkenswert und beachtlich, dass diese Anzahl gelungen ist, weil wenn man sie nur vor Augen führt, dass wir jetzt an Jahreskarten haben, so viele wie jene Vereine, die auf Platz 2 und 3 bei den Zuschauerrankings waren, zusammengerechnet in der österreichischen Bundesliga, dann mit Verlaub brauchen wir uns dafür nicht genieren, sondern sieht man schon, dass Rapid eine unglaubliche Anziehungskraft hat. Und so wie es mir gegangen ist am Tag der Mitglieder, wo ich so richtig emotionalisiert war und einfach auch realisiert habe, was es an Fußballfest und an Atmosphäre bedeuten wird. Wenn du auf einmal stehst vor der Röhre mit einem 20 Meter Rapid-Wappen am Gerd-Hanapi-Platz, wenn du reingehst in ein Stadion, wo vom Balkenmuster beginnend bis zum Rapid-Schriftzug bis hin auch zu den grün-weißen Banden alles auf Rapid designt ist und eindeutig erkennbar ist, das ist die Heimat, das ist das Zuhause vom SK Rapid, dann wird es vielen anderen auch so gehen, wenn sie beim Eröffnungsspiel sind und beim ersten Heimspiel gegen Ried und ich bin felsenfest überzeugt, dass dann noch mehr von dieser Euphorie angesteckt werden und sagen, ja, da möchte ich eigentlich immer dabei sein. Und für unsere wirtschaftlichen Überlegungen sind ja wir nie davon ausgegangen, dass jedes Spiel ausverkauft ist, sondern wir sind von einem Schnitt von etwa 20.000 ausgegangen. Und wenn man das jetzt vergleicht mit dem Zuschauerschnitt im Happelstadion, wo wir über das gesamte Jahr rund 17.000 hatten und das war der Höchstwert seit der Saison 52-53, dann kann man erkennen, dass die Entwicklung beim SK Rapid in allen Bereichen hervorragend und sehr gut ist. Und noch einmal, ich wirklich davon überzeugt bin, dass je mehr der Saisonstart wieder in den Fokus auch der medialen Berichterstattung kommt, je mehr Rapid-Fans vergegenwärtigen, dass hier eine neue Ära eingeleitet wird, in der wir sehr, sehr erfolgreich sein werden, umso mehr werden auch von Anfang an mit dabei sein wollen und spätestens, wie gesagt, dann auch bei der Euroleague, wo das Fassungsvermögen von rund 28.600 reduziert wird auf etwa 24.000 aufgrund dessen, dass im UEFA regulativ Stehplätze ja nicht erlaubt sind, daher wir zu Sitzplätzen ummodeln werden, werden nochmal sehr, sehr viele das so richtig realisieren. Und auch wenn man sich anschaut, die Jahreskarten als auch die Mitgliedszahlen, dann sieht man schon, da ist der Trend in eine unglaublich gute Richtung. Dankeschön. Kollege Hackl, eine Nachfrage? Ja. Nein? Okay, also, die erste Überraschung im Allianzstadion. Du hast ja dann auch gefragt, Logen und Businesskarten. Also da haben wir viele Verträge, die auch zwischen 3 bis 5 Jahren abgeschlossen sind. Also das heißt, die sogenannte Public-Jahreskarte wird immer jährlich abgeschlossen, aber speziell im Businessbereich haben wir schon noch sehr, sehr viele, die 3 bis 5 Jahre abgeschlossen haben, insbesondere im Logenbereich, aber auch im Businessbereich. Okay, danke. Bitte noch Frage, nimm mal das Mikro wieder, dass die... An einen Sportvorstand. Wenn man sich jetzt die bisherigen Transfers anschaut, auch beim Hauptkonkurrenten Salzburg, was ist da der Eindruck? Ist der Abstand gleich geblieben?
kleiner geworden oder sagt der Sportvorstand, jetzt müssen wir mal warten, abschauen, wie sich das entwickelt. Aber der Trainer sagt, natürlich bleibt Salzburg der Gejagte. Also für mich ist Salzburg überhaupt kein Thema, über die will ich gar nicht reden, weil ich bin hier bei Rapid und das steht mir auch nicht zu. Ich kann nur sagen, dass wir sehr sorgfältig bisher gearbeitet haben, um das Optimale für unseren Verein herauszufinden. Bin ich ganz zufrieden, Stand heute, weil ich hätte mir gewünscht, dass das ein oder andere schneller geht, dass man dem Trainerteam und insgesamt für die Mannschaft frühzeitig die Kaderplanung abschließen kann. Das ist eine Sache, die aber nicht unbedingt man immer sehr gut beeinflussen kann. Von daher brauchen wir auch sicherlich noch ein bisschen Zeit, um den Kader dann so hinzustellen, wo wir dann alle davon überzeugt sind, dass wir erfolgreich sein können. Und alles das, was menschenmöglich ist, werden wir tun, um dem Trainerteam und auch unseren treuen Fans eine Mannschaft hinzustellen, dass wir jetzt in diesem neuen Allianz-Stadion erfolgreich sein können. Aber es ist wie immer im Fußball kein Wunschkonzert. Man stellt sich viele Dinge vor, die dann nicht so funktionieren, wo man dann mehr Zeit braucht, auch mehr Geld braucht. Und dann ist es immer eine schwierige Zeit. Aber ich bin nach wie vor sehr zuversichtlich, dass wir in den kommenden ein, zwei Wochen den Kader dann so beisammen haben, dass wir sagen können, jetzt können wir eine sehr gute Saison spielen. Dankeschön. Christian, könntest du das Mikrofon ein paar Meter weiter zum Kollegen Linden geben, in deiner Reihe übrigens? Ja, quasi neben dir. Das Wort. Herr Müller, kann es sein, dass die Verletzung des Jelic dazu führt, dass Sie noch einen ausländischen Stürmer holen? Und die zweite Frage ist, ich nehme an, der Spieler auf der Zielgeraden kommt aus Rijeka. Und mit allen Kroaten, mit denen ich spreche, über den Mocinic von Niko Kovac und so, die sagen mir, das ist nicht die Nummer 6, die immer auf dem Rapidplan steht, das ist eine Nummer 8. Sehen Sie das anders, oder? Ich fange mal mit der zweiten Frage an, okay. Ja, also wir haben, sicherlich ist er ein Spieler, der bei uns ganz oben auf der Liste ist. Das ist kein Geheimnis. Ich denke aber trotzdem, wenn man all unsere Spiele gesehen hat und auch unsere Spielphilosophie, dann ist es so, dass wir Spieler wollen, die natürlich eine gute Eröffnung haben von hinten heraus. Und das trifft zum Beispiel auf diesen Spieler zu. Das hätte auch auf den Spieler Notch von Budapest zugetroffen. Ich denke, dass wir mit unserer Art, wie wir Fußball spielen, dass wir gerade so einen Spieler brauchen. Thanos Petzos, der uns verlassen hat, denke ich, ist auch eher ein spielerischer Sechser, sage ich jetzt mal, gewesen. Von daher glaube ich, wenn wir die Wahl treffen auf den oder den Spieler, dann soll es schon ein Spieler sein, der uns gerade in dem Bereich Spielgestaltung von der Abwehr heraus helfen soll. Und ich denke, dass wir, wenn man jetzt in unseren Kader schaut, auch mit dem Krauwatsch einen Spieler haben, der eher der defensivere Sechser ist und der auch eine sehr gute Entwicklung genommen hat. Deswegen glaube ich, ist gar nicht so verkehrt, wenn man dann in dem Bereich so einen Spieler holt. Aber all die Spieler, die wir auf unserer Liste hatten in dem Bereich, sind Spieler, die in erster Linie natürlich beides können. Also sowohl defensiv denken als auch offensiv das Spiel anzukurbeln. Die erste Frage liegt mir, sage ich mal, eher im Magen drin. Das kann ich auf jeden Fall zugeben. Es ist ein herber Rückschlag für die Kaderplanung jetzt natürlich, weil wir haben mit Mate Jelic einen Stürmer letztes Jahr geholt, der sicherlich seine Probleme hatte, dann auch gerade im Frühjahr, aufgrund, dass er viele Möglichkeiten dann ausgelassen hat. Aber wir haben sehr hohes Vertrauen in diesen Stürmer und war auch jetzt für uns eine ganz klare, wichtige Option. Jetzt fällt er uns mindestens einige Monate aus und das tut natürlich verdammt weh und wir werden natürlich ganz genau sorgfältig prüfen, ob wir nicht da nachbessern müssen. Das ist legitim, ich glaube, das ist normal. Es ist vielleicht schon, wäre es fahrlässig, dann in eine Saison zu gehen mit so langer Zeit. 3-4 Monate schätze ich jetzt mal, was den Angriff anbetrifft. Aber das ist dann immer eine Frage, welche Möglichkeiten hat man und wie sind die wirtschaftlichen Voraussetzungen, um uns dementsprechend dann auch einen Spieler leisten zu können, der uns in der Situation dann auch besser macht. Das ist ja immer dann das Ziel.
Dankeschön. Bevor die nächste Frage kommt, nutze ich kurz die Aufmerksamkeitsspanne, die ja noch da ist, hinzuweisen. Nächste Woche haben wir gleich zwei Termine hier. Am 19.11. haben wir hohen Besuch vom Kardinal Schönborn. Da gibt es auch einen 19.11. natürlich, ja, 19.07. um 11 Uhr. Danke. Aufmerksamkeitsspanne. Und zwei Tage später, am 21.07. um 13 Uhr, haben wir dann die erste Pressekonferenz vor dem ersten Pflichtspiel hier herinnen, das dann am Samstag, dem 23.07. um 16 Uhr gegen die SV Ried stattfinden wird. Gut, dann darf ich bitten, wer als nächster dran sein will, Fragen an einen der vier Herren sind herzlich willkommen. Keine weiteren Fragen mehr sozusagen? Ja, dann haben wir schon. Gute, Johannes, bitte. Das Stadion ist jetzt gleich mit 53 Millionen, habe ich es jetzt richtig gesehen? Nein, 47,5 Millionen angeschrieben. Wie lange wird es denn dauern, bis Rapid das Stadion komplett abbezahlt hat? Also grundsätzlich ist die Refinanzierungslaufzeit auf 25 Jahre. Und es kommt dann auf die gesamtwirtschaftlichen Ergebnisse an. Sollten wir die Champions League gewinnen, dann etwas früher. Johannes, ich darf da nur konkretisieren, das war die reinen Baukosten, 47,5, ist auch am Factsheet steht, das Gesamtbudget für den Bau wurde immer so kommuniziert worden, 53 Millionen Euro. Bitte sehr, weitere Fragen der Damen, in dem Fall auch vielen Damen und Herren? Ja, Herr Hakel. Es gibt so ein Bauerkenntnis aus. Augenblick, das Mikro kommt sogar. Vom Haus meiner Eltern kenne ich das da. Es gibt immer so ganz kritische Sachen. Was war das in dem Fall? Ich meine, irgendwo werden manchmal die Toiletten vergessen oder sonst irgendwas. Was war jetzt wirklich noch eng? Was ist das? Gibt es so irgendwas das größte Problem? Ich meine, der Rosten liegt, den dürfen wir uns zwar nicht anschauen, aber gibt es da irgendwie. Es gibt ja keinen Bau ohne Bannen. Also, ja, irgendwas fällt ja immer. Ja. Das Wichtigste wäre, dass der Harry jetzt da wäre, weil der könnte wahrscheinlich, Hunderte. Ich sage nicht Hunderte, aber viele solche Themen könnte er jetzt erzählen, weil es jetzt eng ist. Jetzt, gerade im Moment ist es eng. Wir eröffnen am Samstag, aber es sind nicht alle Dinge noch da. Aber am Samstag wird alles da sein, weil man sonst nicht eröffnen kann. Das heißt, es kann immer, wir haben... Ich gehe jetzt wieder da um, da hintere, haben einen Fanshop. Wir haben ein Tier zugebaut, das war ein Fluchtweg. Haben wir wieder aufgebaut, könnte man dann sagen. Da war aber schon die Möblage bestellt und alles. Also nur mal, wer ein Haus baut hat, der weiß, wie es bei einem Haus ist. Und das ist halt kein Haus, sondern das ist eine richtig ganz große Nummer. Und ich kann es immer wieder nur sagen. Alle, die am Samstag auch dabei sein werden, vom Architekten angefangen, über das komplette Team. Und da muss man, oder möchte ich gerne in Harry erwähnen, größter Respekt, das ist ein Unternehmen, ein Unterfangen in einem Zeitraum. Und das darf man ja alles nicht vergessen. Das hat ja keiner geglaubt. Wir haben es ja auch nicht geglaubt. 17 Monate. In 17 Monaten steht das da. Wir werden am Samstag in der Eröffnung ein Video zeigen, wie die Bagger eingefahren sind, wie die Dacheln runtergefallen sind und alles. Das war, und das darf man nicht vergessen, das war im Oktober, November 2014. Und jetzt steht das Stadion da. Also größter Respekt an alle vom Architekten, Planer und alle, die da gearbeitet haben dran und noch arbeiten dran. Super Geschichte. Das richtige Fazit können wir dann geben, wenn wir die Eröffnung alles ordentlich absolviert haben und eine erste Zwischenbilanz. Und da wird der Harry Gartler dann auch gerne persönlich zur Verfügung stehen. Wie gesagt, ich darf ihn nur einmal entschuldigen, aber es ist jetzt wirklich, wie sagt man, spitz auf Knopf, ein Termin jagt den nächsten. Und bei der Andi, oder weil viele das Hausbauen erwähnt haben, unser Architekt, der Guido Pfaffhausen, hat das ganz gut geprägt. Hier dieses Hauptgebäude allein hat gesagt immer, das ist eigentlich ein Hochhaus im Liegen und wir wissen, wie lang ein Fußballplatz ist, also wirklich ein Wolkenkratzer in Wirklichkeit, der da gebaut wurde, rundherum noch. Ja. Und eins, vielleicht auch noch, was wichtig ist, man kann ein Stadion eröffnen und man kann ein Stadion eröffnen. Du kannst das eröffnen und es sind keine Tierschnallen und es sind keine, weiß ich nicht, Waschbecken und es sind keine Beschriftungen und es sind, du spürst nicht Rapid. Auch das wollten wir nicht. Wir wollten schon, dass es im Kabinengang und überall bei den Buffets, dass du Rapid spürst, dass es fertig ist und es ist so. Und das ist schon großes Kino.
Also ich finde es geil, der Rasen ist da und die zwei Tore. Weltklasse. Aber du musst da dazu sagen, dass du mit dem Fanshop, auch zufrieden bist. Unser Geschäftsführer Sport hat soeben ein Leibchen gekauft zuerst und er hat gesagt, er zieht es jetzt extra. Passt gut. Danke, bitte Michael. Ich hätte noch eine Frage. 20.000 Schnitt ist sozusagen das, was die wirtschaftliche Erwartung ist für die Saison. Kann man schon ungefähr sagen, fürs Readmatch, wie schaut es da aus jetzt zusätzlich zu den verkauften Abokarten? Und welche Erwartungen hat man da? Will man da ausverkauftes Haus auch im ersten Meisterschaftsspiel haben? Also ob es jetzt ausverkauft ist, weiß ich nicht, aber ich bin davon überzeugt, dass es eine großartige Kulisse sein wird. Wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, kommen zu den rund 14.500 Jahreskarten etwa 3.500, die noch zusätzlich Karten schon gesichert sich haben. Und nochmal, ich bin wirklich davon überzeugt, dass ab dem Zeitpunkt, wo unsere Fans hier drinnen waren und es so richtig wahrnehmen und realisieren, welch großartiges Stadion in Hütteldorf steht, wie einzigartig von der Architektur bis hin zur Atmosphäre das wird, dass dann noch sehr, sehr viele sagen werden, da möchte ich wirklich kein Spiel verpassen. Also ob es jetzt ausverkauft ist oder nicht, kann ich nicht prognostizieren, aber was ich mit Sicherheit prognostizieren kann, ist, es wird eine Gänsehautatmosphäre auch gegen Ried, wie generell bei allen Spielen hier es eine unfassbar großartige Stimmung geben wird, echte Fußballfeste, und das wird in Österreich niemand, aber wirklich niemand schaffen. Danke. Andi, du kannst wahrscheinlich sagen, wie viele Karten hätte man noch gebraucht für die Eröffnung? Nicht für Chelsea, für die Eröffnung? Das ist jetzt genau das, wie es der Christoph auch gesagt hat. Wir müssen natürlich auch auf eines aufpassen, dass nicht so in den Köpfen der Fans drinnen ist, du kriegst Eckerkarten. Weil jetzt haben wir dieses Eröffnungsthema drinnen und das war ja Wahnsinn. Also jetzt hätte man mit Garantie nochmal 10.000, 20.000 Karten braucht. Ja. Und da muss man natürlich schon auch aufpassen, weil jetzt hat der Verkauf für das Ried-Spiel begonnen und es ist jetzt sehr okay, es ist sehr in Ordnung, wir freuen uns, aber wenn du jetzt jemand fragst, zum Beispiel bei mir daheim, du Andi, gab es nur eine Chance, könntest du eventuell bitte eine Karten besorgen fürs erste Spiel, weil ihr werdet ja ausverkauft sein. Da muss man natürlich auch aufpassen, dass nicht jeder glaubt, du, da kriegst du sowieso keine Karten. Nein? Eröffnung jetzt in aller Munde, jeder sagt, da wollte ich dabei sein, habe keine Karten mehr gekriegt, 28.000 Karten weg, aber jetzt beginnt dann die Meisterschaft und da gibt es Karten und das muss man dann den Fans auch wieder klarlegen, komm, kauft's Karten. Danke sehr, bitte, Philipp Lautischer. Frage an den Sportvorstand, die Verpflichtung von Traustason ist ja frühzeitig abgeschlossen worden, ist ja am Samstag beim Spiel dabei. Haben wir schon gesagt. Er ist da, aber er wird nicht spielen. Wann rechnen Sie damit, dass er voll einsatzfähig ist? Sollte er Saft stehen? Na, er hat jetzt von uns nach der EM Urlaub bekommen, wird am Samstag im Stadion sein und geht dann ganz normal ins Training. Okay. Und muss das Trainerteam entscheiden, ob er dann im Kader ist für das Spiel gegen Ried. So, Andi sagt gerade zu Recht, 8 Minuten noch, dann haben wir den nächsten Termin. Wir gehen dann gemeinsam, nehme ich an, alle, aber ich glaube, ein, zwei Fragen gehen Sie noch aus. Kurzer Hinweis auch noch, wer nähere Informationen noch braucht, spezieller zum Thema Flutlicht und so weiter hier, da haben wir eine eigene Meldung heute noch bekommen, wer da der Technik-Freak ist, sehr gerne. Auch das offensichtlich modernste, das derzeit in Österreich im Einsatz ist, mit 2000 Lux, mehr habe ich mir nicht auswendig gemerkt, da fehlt mir die Expertise, aber der Herr Skoczek hat schon die nächste Frage, bitte. Eine Frage an den Herrn Marek von der Firma Allianz. Wie waren die Überlegungen, Rapid zu sponsern? Ist das der Beginn eines Sportsponsoring-Einstieges, eines größeren strategischen von Ihrer Firma in Österreich? Ja, wie schauen die weiteren Überlegungen aus? Weil das steckt der Geschäft dahinter, nicht nur Emotionen. Wir hatten eine Vielzahl von eher kleineren Sponsorings, bevor wir mit Rapid die Partnerschaft eingegangen sind, und haben jetzt alles das fokussiert auf Rapid seit 2 Jahren, und das ist unser Engagement im Bereich Sportstätten oder Stadionnamensgebung. Das ist es, das ist jetzt nicht mehr geplant von uns. Dankeschön. Bitte sehr.
Weit Entschuldige, darf ich, bitte. Nachdem du das Licht erwähnt hast, noch eine kleine Frage, den Wunsch der ganzen letzten Reihe, kommen hier noch Scheinwerfer, ist das noch geplant? Weil das Licht ist so schön, der Pressebereich ist suboptimal. Ist noch geplant, ja. Ich hoffe, ihr verzeiht für heute. Es wird morgen, am Samstag wird schon Licht sein. War das jetzt die Abschlussfrage? Dann darf ich den Andi noch mal bitten, damit wir wissen, wie es jetzt weitergeht natürlich. Und im Anschluss bitte auch noch die Info, wer Parkkarten geordert hat, nicht weglaufen für Samstag. Organisatorisch haben wir jetzt eine Bitte. Es geht sich jetzt schon noch aus, wenn man Einzelgespräche dann führen möchte. Ganz wichtig, die Bitte jetzt dann hinausgehen, außerhalb des Stadions nach vor die Röhre. Dort werden wir jetzt für die Fotografen, für die Kamerateams die Enthüllung improvisieren, weil wir hätten es geplant gehabt, dass wir alles draußen machen, dann war es so windig, dann war es so, hat es geregnet. Somit machen wir dann so quasi den echten offiziellen Teil in der Röhre drinnen, aber zuerst jetzt für die Fotografen, für die Kamerateams werden wir die Tafel Gerd-Hanapi-Platz 1 enthüllen und das Ganze so circa in einer Viertelstunde, wenn wir sie dann draußen erwarten dürfen und dann geht es in die Röhre hinein und dann gibt es die offiziellen Erklärungen auch zum Rapideum und dann der Besuch des Rapideums. Danke.